hier mit Simon von CrossFit St. Pauli. Simon, als allererstes muss ich mal erklären, CrossFit ist super trendy, ganz viele Leute machen es. Was ist der Unterschied zwischen CrossFit und jetzt der Muckibude nebenan? Also der größte Unterschied ist einmal, dass ich nicht alleine trainiere, sondern immer in einer Gruppe zusammen trainiere. Und gleichzeitig hat CrossFit einen hohen Anspruch an das, was dort passiert. Das heißt, wir wollen jemanden letztlich auf jegliche sportliche Belastung vorbereiten, die ihm begegnen kann. Also nicht die klassische Muscle Mary, so ein aufgepumpter Typ, sondern es geht ja nicht nur eben auch um Muskelaufbau, sondern natürlich um Bewegung und ganz viel Dehnung. Und jetzt hast du schon so eine Schaumstoffrolle in der Hand, in aller Munde, ganz viele Profisportler sieht man damit. Ist ja vor allem für die Fasziendehnung. Was sind Faszien und warum ist so wichtig, die zu dehnen? Also sich eine Faszie vorzustellen, funktioniert relativ einfach, wenn man sich eine Wurst vorstellt, die von einer Wurstpelle umgeben wird, also ein weiches Innenleben, das ist der Muskel, umgeben von einer straffen, festen Hülle. Das ist die Faszie. Und wenn ich mich jetzt bewege und der Muskel bewegt wird, kann sich halt auch und wird sich diese Faszie auch bewegen, die kann sich verschieben, die kann sich kräuseln und dadurch können Probleme entstehen. Also weiß man auch aus der medizinischen Sicht immer mehr, wird ganz viel gerade dran geforscht, weil man eben zum Beispiel merkt, wenn der Muskel wächst und viel aktiviert wird, die Faszie kommt gar nicht hinterher, es sei denn, man hilft sie eben sozusagen, sich selber auch zu dehnen durch diese Dehnübung. Sind die schwer oder kann man das auch irgendwie so hinkriegen? Die Übungen sind sehr, sehr einfach durchzuführen. Also es funktioniert tatsächlich auch gut, die alleine zu Hause auszuprobieren. Und ich würde vorschlagen, dass ich euch einfach mal ein, zwei Übungen zeige. Wir haben euch zwei Übungen für die Praxis mitgebracht. Die erste Übung, die wir für euch mitgebracht haben, ist eine Übung für den Bereich der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Den haben wir deswegen ausgesucht, weil der häufig zu Problemen führt. Durch vieles Sitzen ist diese Muskulatur häufig verkürzt und es entstehen Rückenschmerzen, es entstehen Knieschmerzen. Ihr könnt das wunderbar im Wohnzimmer ausführen. Ihr seht es schon, leichte Rollbewegungen, 10, 20 Mal reicht vollkommen aus. Die zweite Übung, die wir für euch mitgebracht haben, platzieren wir im Rückenbereich. Mittlerer Rücken bis in den Schulterbereich. Wunderbare Übung, um diesen Bereich zu lockern. Wir heben den Hintern vom Boden an. Gleiche wie in der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Leichte Rollbewegungen von vorne nach hinten 10 bis 20 Mal. So einfach kann es sein, mit dieser Rolle zu arbeiten. Also Simon, erstmal vielen Dank, dass du die Übung gezeigt hast. Wichtig ist, glaube ich, auch noch, es muss nicht immer sofort so eine Schaumstoffrolle sein. Man kann natürlich auch erstmal mit einer Plastikflasche zu Hause anfangen. Wichtig ist einfach regelmäßig oder worauf sollte man achten? Ja, absolut. Also ich denke, die Regelmäßigkeit wird nachher für euch den Unterschied machen. Versucht es mindestens einmal am Tag, vielleicht, wenn ihr Zeit habt, auch zweimal am Tag. Für 5 bis 10 Minuten reicht vollkommen aus und ihr werdet wirklich einen drastischen Erfolg spüren. Ja, super. Also dann ab ans Fasziendehnen und viel Spaß dabei.